Good morning in the morning fangen die beim Dschungelcamp immer an, aber hier ist nur der Camper Tobi, Gott sei Dank, man schickt mich nicht ins Dschungelcamp, sondern zur Camp Roadshow und das ist wunderbar und da fahre ich auch gerne hin. Da muss man mich nicht mit Gewalt rausholen oder ich mich selber rausholen. Und da sind einige der Beteiligten. Rutsch doch mal zusammen. Einige, weil wir haben uns hier getroffen in Hannover, wie eigentlich auf jeder Messe. Ich darf vorstellen, Eure Exzellenz Hans König. Der Initiator, Begründer, Ideengeber für die Camp Roadshow. Jetzt zum 10. Mal, mein lieber Hans. Jo. Die Kompetenztour 2020 und da tingeln wir los. Und zwar... Wir fangen an. Samstag, Kirchzarten bei Freiburg. Dann geht's nach Konstanz. Du redest einfach weiter, ich filme die Termine mal währenddessen ein bisschen ab. Zweite Station ist Konstanz, Pfingstsonntag. Pfingstmontag sind wir im Wirtshof in Markdorf. Am Dienstag geht's in Weil am Lindau. Donnerstag, Entschuldigung, ich habe ist alles gut. Donnerstag sind wir auf Via Claudia. Super. Sind wir auf Via Claudia bei Lechbruck. Und am Samstag nach Pfingsten Strandcamp Berging am See. Ja, ja. Total tolles, eine total tolle Mannschaft, wo noch ein bisschen was dazukommt. Aber ich denke mir mal, das 10-Jährige werden wir ausgiebig feiern. Es gibt eine Überraschung und alles andere wissen viele andere auch. Richtig. Wir geben also Vollgas. Servus miteinander. Servus. Wir haben hier ganz ein lieber Kontakt jetzt auf der CMT 2020 aufgetan für mich. Ihr kennt die Dame schon länger. Habt ihr mir was vorenthalten? Ja. Die Firma Outcheer, ihr könnt euch erinnern, vielleicht hänge ich auch das Video oben nochmal zur Erinnerung rein. Dann haben wir eine Abgesandte der Firma Malibu Cartago aus Aulendorf da. Hallo Ann-Kathrin, grüß dich. Hallo. Wir kennen uns ja vor der Kamera noch nicht, aber ich fahre ja eines eurer schönen Autos. Immer schön warm im Winter. Winterfest, ihr könnt euch erinnern. Die Firma Megasat, wie immer mega geil euch zu sehen. Ja. Oder dich in Vertretung. Und diesen Mann kennt ihr. Das Haus. Das Michael Haus, allen bekannt als der Dorema-Chef und ein Hebel in der Branche für mich. Es ist ganz toll, über dich so viele nette Kontakte bekommen zu haben, kann ich mich mal bedanken. Ja, das ist wirklich toll. Das ist schon so ein, du bist schon so ein sprichst nicht aus. Nee, aber das ist ja positiv gemeint, dass es toll ist, dass man solche Menschen hat hier, die einen auch supporten. Das ist das andere, den Sinn und Zweck der Übung verstehen, warum wir uns hier mit Social Media auch mir zuliebe auch oder für die ganze Geschichte engagieren. Das ist wichtig, dass man da in die Zukunft schaut, digital wird. Deswegen bin ich auch dabei als alte Labertasche, um die Camp Roadshow ganz gerne nochmal anzuschieben und dass wir nicht nur vor Ort feiern, sondern das Ganze auch im Internet verewigen, so wie wir es letztes Jahr gemacht haben. Aber heuer zum 10. geben wir mal richtig Gas. Das ist wichtig. Wir haben vielleicht auch noch ein Special, aber das lassen wir heute noch nicht raus. Wir werden euch das alles mitteilen. Es sind natürlich noch viel mehr Leute dabei, die wir alle noch mal ordentlich anteasern. Also das ist jetzt nur ein Bruchteil der Belegschaft. Und guckt mal oben in die Playlist auf dem Kanal von 2019 rein. War eine coole Sache. Ich bin da total gern mitgefahren. Es sind geile Campingplätze, geile Partner. Danke für die Organisation im letzten Jahr, Hans, das muss man wirklich mal sagen. Da steckt ja auch viel Arbeit dahinter, gerade mit den Campingplätzen. Es ist Pfingsten, es ist da ordentlich was los. Und wir wollen auch, dass die Camper zu uns kommen, am Stand und sich beraten lassen. Da gibt es keinen Kaufzwang, wir sind alle keine Drücker. Ich mache das mal ein Ausrufezeichen, weil das ist mir immer ganz wichtig, dass es einfach seriös und kundenorientiert ist. Wir klären auf, wir sind die Aufklärer. Oder? Trifft's das? Hat uns viel Spaß gemacht mit dir, war sehr erfolgreich. Ich hole mir jetzt ein Lob ab. Wie du das jetzt gerade sagst, du kannst ja auch dein Lob abholen. Auch wir verbessern uns immer wieder. Und wenn du ja in unsere Runde guckst, da fehlen viele Alte, aber es sind zwei neue dabei. Ja. Hübsche Mädels, das hat uns immer gefehlt. Ne? Und guckst dir an. Wir sind ein tolles Team, es macht uns viel Spaß. Ja. Anzoom. Wir sind jetzt im 10. Jahr. Zoom. Und ja, wir freuen uns auf das 10. Jahr, auf das, was wir feiern, auf deine tollen Berichte, wo die Leute so ein bisschen angefixt werden, uns auf den Plätzen. Und es sind die schönsten Plätze rund um den Bodensee, kann man sagen, bis dann an Raging am See, so ein bisschen die Leute anzufixen, dass die uns da sehen, unsere Informationen abholen, sich bei uns beraten lassen. Das ist so das Ziel und der Zweck der Camp Roadshow. Wir sind die Kompetenz in Zubehör auf allen Bereichen und unsere Kunden dürfen auf dem Platz, auf dem sie sich gerade wohlfühlen, jederzeit zu uns kommen, sich beraten lassen, Informationen holen. Ja. Wir gehen vor Ort, wir gucken uns an, was die am Campingplatz für ein Problem haben. Also näher dran am Kunden können wir nicht sein und näher dran an der Kompetenz kann der Kunde nicht sein. Und das verbindest du
Und das freut uns. Und mich das auch. War im letzten Jahr schon toll und dieses Jahr, ja. Wenn du nicht aufhörst, wenn du jetzt nicht aufhörst, hier mich zu loben, dann frage ich mich, woher die Hitzewallung kommt. Ist es die Hitzewallung, weil es um kurz vor 10 hier schon so warm ist, oder sind es die Wechseljahre? Ich tippe eher auf Zweiteres. Aber wie gesagt, wir werden uns wieder eine geile Zeit machen. Wir lassen uns auch von schlechtem Wetter nicht stören, obwohl wir richtig gut Glück haben letztes Jahr oder gehabt haben. Und wir freuen. Da habe ich was dabei. Da hast du was dabei, wenn uns mal der Popo friert oder sonstiges. Dann eben Outshare. Malibu sowieso, da ist die Heizung immer sofort warm. Malibu als unser Fahrzeugpartner oder Herstellerpartner. Ganz toll, dass ihr euch da so beteiligt. Du fährst ja auch privat so ein Fahrzeug? Ich habe auch privat so ein Fahrzeug. Das wollte man jetzt noch sagen, genau. Ich habe mich lange umgeguckt. Ja. Und dann habe ich mich für das Richtige entschieden. Ja. Ich habe das Fahrzeug jetzt seit 2 Jahren und ich bereue es keinen Tag. Nee, ich auch nicht. Also wirklich eine tolle Zeit verbracht damit. Super gut, ja. Ja, Zeit für Veränderungen und ich glaube, wir gehen alle in die richtige Richtung. Also ihr merkt ja hier auch meine Reserven lassen schon ein bisschen nach jetzt hier auf der ABF, weil ich nicht damit gerechnet habe, dass es hier so geil ist, wirklich schön, so Wind reinbringen. Ich sehe es in der Nacht in den Zahlen, 5 Uhr morgens war es wieder. Da siehst du, dass die Leute das ziehen, das wollen, die Informationen, wie die Messe nach Hause bringen, das verewigen, genauso mit der Camp Roadshow. Das ist eine tolle Geschichte. So sehen sie dann aus, unsere Camper. Das sind Erinnerungen an die Jahre 2016, 17, 18, 16, alles mal schön zusammengeschnitten. Die Homepage wird gerade noch überholt, aber die Daten sind schon hinterlegt auf camp-roadshow.com. Und wir alle sind gerne dabei. Ganz kurz noch? Ja, immer. Also von meiner Seite aus als Veranstalter ein herzliches Dankeschön an alle, die sich daran beteiligen. Es geht nur mit Miteinander, allen allein kann sowas nicht stemmen. Und an dieser Stelle auch einen herzlichen Dank an die Campingplätze, die für uns da wirklich einen Platz freischaufeln, wo sie Hochsaison haben. Ja. Und ja, man sollte vorbeischauen, weil eine bessere Beratung und kürzere Wege gibt es nicht. Richtig. Und Spaß haben wir alle mal. Man ist da immer gern gesehen, man fühlt sich da echt zu Hause. Wir haben immer nett gegessen abends und so, also war richtig schön. Und wir halten auch die Mittagsruhe ein. Und ich bin ja mal gespannt, was wir aus unserem geplanten Highlight noch machen. Weil das, wenn wir machen, dann werdet ihr auch noch richtig live dort eins auf die Ohren bekommen. Augen, Ohren, beides. Augen, Ohren, Bauch. Ne? Und dein Bart steht dir einfach unglaublich gut. Wie lang wird der sein, wenn wir losfahren? Der bleibt, weil es kommt ja eine Band aus Texas, die möchte ich nochmal sehen. Ne? Sehr geil. Ist nämlich ein leidenschaftlicher Musiker, also vielleicht machst du auch mal was Schönes. Kann sein, also. Überraschung, ist zum Tristen. Haben wir noch was zu sagen? Megasat, auch geil. Auch geil. Ja. Viele anderen Partner, ich schwenke nochmal aus. Wir machen ein schönes Tschüss. Ich bin sowieso schon wieder auf den Knien vor euch. Und einmal noch auf die Partner. Aviva ist dabei mit dem coolen Fahrzeug, den haben wir auch schon vorgestellt. Die Firma Kopp mit den geilen Grills. Jupp. Und Dorema sowieso, klar, habt ihr ja gesehen, Freizeitguide aktiv. TV Des, auch eine schöne Geschichte hier mit Trinkwasserdesinfektion auf der Messe vorgestellt. Und ab jetzt, jetzt geht's los hier, ab zum Tagesgeschäft, das wir auch gerne machen. Vielen Dank, wir hauen rein, alles unten läuft schön in Bauchbinde und jetzt machen wir Bauchpinseln, Stopp. Tschüss, Servus, einen schönen Tag und bis bald auf der ABF 2020 in Hannover und ein beliebtes Deckenbild von Camper Tobi. Tschüss.